vergessen war die Nacht, hab an dich nur gedacht, bin im Kopf wieder klar, doch du bist nicht da, das hab ich nicht verdient, hast mir die Liebe versaut, ich hab dir immer vertraut, dir zu glauben ist schwer, ich vermiss dich so sehr, ich geb noch lange nicht auf. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben. Da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben. Da bleib ich mir doch lieber treu. Beschissen war der Tag, weil ich dich immer noch mag. Hab dich wieder gesucht, mich selber verflucht, doch ich weiß längst Bescheid. Hast mir Liebe versaut, ich hab dir immer vertraut. Dir zu glauben ist schwer, ich vermiss dich so sehr, ich geb noch lange nicht auf. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben geht's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben. Da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben geht's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben. Da bleib ich mir doch lieber treu. Schluss aus und vorbei, im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben, da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei, im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben, da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Im Leben gibt's so viele zwei. Bei uns war alles voller Leben. Da bleib ich mir doch lieber treu. Augen zu und durch, Schluss aus und vorbei. Freunde, das hier ist die Stelle, wo bei mir alles angefangen hat. Und zwar sind wir vor der Sendung 1976 da hinten rausgekommen, mussten in die Mitte gehen und wurden verteilt ins Publikum zur ZDF-Hitparade. Wir kommen zu einem Namen, der wiederum ein neuer ist, der vielleicht irgendwann in dieser großen Kette von Namen auftauchen könnte. Das ist Wolfgang Petri, der Titel Sommer in der Stadt, Startnummer 11. Die Sonne sah der City gute Nacht. Lichte spiegeln sich auf dem Asphalt. Joe, der Wirt spült die Gläser aus. Mancher fühlt sich hier zu Haus. Doch in dieser Kneipe werd ich heute nicht alt. Ja, 1974 spielte der Wolfgang hier in diesem Laden zusammen mit dem Willi Schnitzler, mit dem ich zusammen Musik machte, in der Woche so ganz schräges Zeug und am Wochenende machten die halt hier Musik, um Geld zu verdienen.
Und da habe ich den Wolfgang das erste Mal gehört. Und der Kerl, der sang hier am Abend drei Lieder und nicht mehr. Und ich habe mich manchmal 4 Stunden hingesetzt, bloß um diesen drei Liedern zuhören zu können. Und fand das wunderbar. Und Anfang 75 bekam ich einen Schallplattenvertrag und habe meinen damaligen Produzenten einfach mal empfohlen, hierher zu gehen und sich diesen Jungen, der da hinten in der rechten Ecke steht, so ganz unscheinbar mal anzuhören, weil der singt einfach fantastisch. Ja, und das haben die auch getan. Einen Monat später saßen die zusammen und 3 Monate später standen wir in Köln in einem Studio und dann nahmen wir seinen ersten Hit auf, Sommer in der Stadt. Das war ein wunderschöner Text. Die Melodie gefiel ihm, er kam nach Hause und sagt, Melodie ist ja gut, aber den Text, da kann ich nichts mit anfangen. Und er, das weiß ich heute, den Mond von Malibu, er allein sah zu. In der kalifornischen Sommernacht hat sie mir das Glück gebracht. Und da wurde das Gesicht lang und länger und da wusste ich, naja, vergiss es, Ende aus, tschüss. Das wird nichts mit Wolfgang, der bleibt weiter im Whiskey Bill. Und dann hatte aber Karin und Toni angerufen und gesagt, tut mir leid, ich kann es nicht. Und sagt Toni, ja gut, machen wir einen neuen Text. Und dann kam der neue Text oder mehrere neue Texte, ich weiß es gar nicht genau. Das ist nicht so 100% mitverfolgt. Und der hieß dann Sommer in der Stadt und da kam man dann besser mit zurecht. Sommer in der Stadt. Ohne Plektrum. Ja, das war der erste Titel in der ZDF-Hitparade und abends saßen wir dann gemütlich zusammen mit der Hitparaden-Crew und den anderen Künstlern im Hotel und dann wurde das Essen bestellt. Wolfgang bestellte Steak, der Kellner fragte dann Englisch und Wolfgang sagte, no, German. Er war eben noch nicht so etabliert und kannte sich noch nicht so ganz aus in der großen Welt. Das war eine sehr witzige Situation. Wolfgang hatte irgendwelche peinlichen Lederschuhe an und ich hatte ganz hippe Turnschuhe an und er kam auf mich zu und sagt, ich brauche deine Turnschuhe. Und da habe ich natürlich ganz blöd geguckt, weil ich musste meine Turnschuhe einfach ausziehen. Ich hatte kein zweites Paar Schuhe dabei. Und dann saß ich mit Strumpfsocken im Hitparadenstudio und Wolfgang hatte meine Turnschuhe in der ZDF-Hitparade an. Und seit der Zeit trägt Wolfgang Turnschuhe. Und meine Turnschuhe hat er mir nie mehr zurückgegeben. Wolfgang Petri ist es. Der Himmel brennt mit der Endziffer 1. Das Bier von mir, das schmeckt genauso mies, wie ich mich fühle. Mein Hemd vom Schweiß verklebt die Luft im Zimmer feucht und schwül. Du hast es geschafft, ich heule um dich. Wir mussten uns was einfallen lassen, weil wir konnten ihn nicht so wie von der Straße in die Sendung schicken. Und dann wurde die Lederjacke ausgesucht, soweit ich mich erinnere, ganz am Anfang. Es musste zu dem Typen passen. Wir konnten ihn nicht so in Glitterkleidung stecken und
da wurde was zusammengestellt, was wir glaubten, ganz gut aussieht. Und ich erinnere mich daran, ich habe ihn einmal zu einem oder einen der ersten Live-Auftritte begleitet, einen der ersten Promotion-Auftritte bei Radio Luxemburg. Und dann hat er so ein ganz olles Hemd an mit einem ganz platten Kragen, das sah entsetzlich aus. Da kriegte ich als Modeexperte den Auftrag, für ein nettes Hemd zu sorgen. Und dann haben wir in Kleve auf der Fahrt angehalten in einem Textilladen und erstmal ein etwas netteres Modell ausgesucht, das er dann in der Sendung angezogen hat. Ein ganz normaler Tag, nichts Besonderes los in dieser Stadt. Und ich dachte schon, dass das passiert, was mein Leben irgendwie verändern wird. Artfremd. Er war sehr artfremd angezogen. Es hieß, er muss Fernsehkleidung haben. Da wurde ein Anzug geschneidert aus Leder. Und das sah so kurios aus, das war nicht Wolfgang. Also ich muss sagen, bei ihm war es mir eigentlich sehr bewusst, dass das sein Image ist. Das sind seine Haare, es war teilweise seine Freundschaftsbänder, die er später hatte. Und ich als Friseur muss sagen, Gott sei Dank habe ich das immer so ein bisschen auch als Mensch gesehen. Nicht immer nur als Friseur, Mode entsprechend. Und mir war schon sehr bewusst, dass es zu ihm einfach gehört. Und ich finde auch, dass es zu ihm passt. Irgendwann wird die Zeit auch vorbei sein, dann wird er sich die abschneiden. Aber ich denke mal, bis dahin ist er damit ganz gut beraten. Daran. Ich ziehe her und nicht.
zu sagen, Fukuhila dazu, ist doch seine Sache. Also wenn er das tragen will, ich würde es nicht tragen. Ich habe ihm auch schon mal, wir haben mal ein Interview zusammen gehabt, eins der wenigen. Ja, sagt, da hatte ich kurz rasierte Haare und er, also das volle Extrem und der volle Gegensatz. Und dann sagte ich halt irgendwie, ich finde deine Frisur scheiße. Und er sagte zu mir, ich finde deine Frisur scheiße. Und so ist das halt, das ist aber okay. Das ist halt Vater und Sohn. Ich meine, das sind nur Oberflächlichkeiten. Die Leute mögen es anscheinend. Also ich meine, es geht ja meistens nur um den Menschen, der da drunter unter der Haube ist, ne? Also der hier im Herzen ist. Und das habe ich einmal gemacht, habe gesagt, Mama, du triffst mich mitten ins Herz. Das kann nicht von dir kommen, du lässt dich von anderen beeinflussen. Hat er recht gehabt. Da habe ich ihm nie mehr was gesagt. Nie mehr von den Haaren gesprochen. Ihm gefällt das auch. Und ich kenne ihn ja nur nicht anders. Und ich könnte mir ihn jetzt mal mit kurzen Haaren überhaupt nicht vorstellen.
einfach Freude nach Musik, solche Lieder zu hören, kannst du einfach mitsingen, mittanzen, und das kannst du ja nach Niederlage so ein Lied nicht scheuen. Dann bist du ein Typ, wenn du verlierst, dann sitzt du ja ruhig, und dann bei Wolfgang Pisse Lieder ist ja so, dass du kannst einfach nicht locker sitzen bleiben und nur zuhören. Du musst entweder mitsingen oder einfach tanzen. Für Wolfgang sind es wirklich Familienfeste. Er kennt viel von seinen Leuten. Er sagt doch nicht Fans. Für ihn sind es keine Fans. Für ihn sind es Menschen, die kommen und mit ihm zusammen eine schöne Zeit erleben. Schluss mit lustig, ich will dich wiedersehen. Bis gestern waren wir Freunde, jetzt hab ich ein Problem. Letzte Nacht hat alles verdreht, du hast mich einfach flach gelegt. Ich mach für dich den Rampenmann, du wirst mich aus der Bahn. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Das war eine Stimmung, wie ich sie nie für möglich gehalten habe. Also erstmal die Halle total ausverkauft, dann die Leute vom ersten Moment an waren die total begeistert, alle Arme oben, die Leute haben alle Refrains mitgesungen, lauter als die ganze Band war. Und sowas, so eine Stimmung hatte ich noch nie erlebt und habe die auch in diesem Umfeld nicht für möglich gehalten. Da war ich eigentlich nie irgendwie eifersüchtig oder ich bin ja damit groß geworden. Das war für mich immer okay, also, weil er war ja immer irgendwie einer, der auf die Leute zugegangen ist, die halt seine Musik gehört haben und irgendwie mit denen geredet hat oder so. Dadurch war ich ja nicht minder wichtig oder so. Ich meine, letztendlich war es ja ein Familienfest. Es gab ja nie Ausschreitungen. Es war immer schön. Da waren kleine Kinder, Jugendliche, Erwachsene, Omas, Opas. Es war ja immer fantastisch. Die haben sich ihre zu trinken mitgebracht und war ja immer herrlich. Also war ja auch Familienfest. Weiß der Geier oder weiß er nicht? Das Konzert im Stadion war ausverkauft, und irgendwann, als alles vorbei war, die Leute von den Tribünen weg waren, saß Oma Luise noch auf der Tribüne, und dann sind Ordner hingegangen und sagen, sie muss jetzt nach Hause gehen, das Konzert ist fertig. Sagt sie, nö, weil ich will mehr Musik. Bis wir dann dahinter gekommen sind, dass die aus dem Altersheim, wie man schön sagt, ausgebüxt ist, nur zum Konzert zu gehen. Die wollte einfach Party haben. Dieses Lied ist nur für euch! Das Besondere bei Wolfgang, bei so ganz großen Produktionen, ist, dass Wolfgang alles selber im Blick hat. Die meisten Künstler gehen und sagen, machen wir die Bühne, ich will das und das, Hauptsache die Leute vor der Bühne und ein gutes Konzert. Wolfgang war im Kopf, von den Toiletten hin bis zu den Eintrittspreisen, vom Sound bis zum Licht, vom Catering bis zu den Ordnern, alles hat ihn beschäftigt, und alles wusste er und alles musste abgesprochen werden. Das heißt also, er war in der ganzen kompletten Produktion in allem involviert, was auf der einen Seite interessant ist für einen Künstler, aber für uns manchmal sehr, sehr anstrengend. Hallo Freunde, diese Nacht ist nur für euch allein. Ihr seid alle meine Lieder und ihr singt mich kurz und klein. Ihr seid Teil von meinem Leben.
pure Energie. Ohne euch, da bin ich nichts und das vergesse ich euch nie. Ihr habt fest zu mir gestanden, als ich ganz tief unten war. Dafür sage ich euch Danke, ihr seid einfach wunderbar. Dieses Lied ist neu, nur für euch gedacht. Dieses Lied kommt von mir, nur für euch gemacht. Diese 100.000 Schauer, die ihr mir seit Jahren gebt, soll es immer mal erleben, jetzt wird richtig aufgedreht. Dieses Lied ist für euch, nur für euch gedacht. Dieses Lied ist wohl nur für euch gemacht. Diese 100.000 Lichter, lass sie mich noch einmal sehen. Dieses Lied nur für euch. Dieses Lied ist nur für euch. Wir haben also sehr viele Gesangsproben auch gemacht und die fanden damals statt bei der Frau Remling, bei der Mutter von Wolfgang, im Schlafzimmer, weil da ein Klavier stand. Die hatten also, ich glaube, nur zwei oder drei Zimmer, genau wie wir auch zu Hause, waren auch aus kleiner Familie, aus armer Familie. Und da stand ein Klavier praktisch am Doppelbett im Schlafzimmer und da haben wir unsere Gesangsproben gemacht. Und der Wolfgang war sehr penibel, was Gesang anbelangt. Er war auch einer der Ersten, der schon damals mit einem UH-Tonbandgerät mehrstimmige Sachen alleine aufgenommen hat. Also immer wieder eine Spur und dann rüber gespielt und die zweite, dritte Stimme drauf gesungen. Da kamen wir einmal mal zur Gesangsprobe, da hatte er Maria aufgenommen, also was wirklich eine sehr schwierige Nummer ist, so vierstimmig. Und dann haben wir uns alle auf den Boden gesetzt, das war schon toll. Mit 19 Jahren. Da hat der Papa ihn schon zum Klavierunterricht gegeben. 10 Jahre war er da. Ja, Klavier war auch ein notwendiges Übel. Ein Jahr später wollte er eine Gitarre haben. Die hat er auch gekriegt. Und da fing es erst richtig an mit der Gitarre. Ne? Und da hat er die Beatle-Lieder nachgespielt. Das Einzige, was mich gestört hat, dass wir sonntags immer Musik machen mussten. Der Wolf moniert halt immer, dass ich die zweite Stimme machen musste. Oder dann haben wir einen Ton nicht getroffen. Oder wenn ich Gitarre gespielt habe, irgendein Ton, wenn er schief war, das hat er immer moniert. Und das hat mich doch schon gestört, dass es immer Sonntag sein musste. Ja. Ach, wir haben auch schon zu Hause gesessen, der Josef und ich. Da mussten wir zwei, drei Stimmen singen. Da war von vor uns gestanden, Mama, jetzt du und dann Josef. Also war harmonisch bei uns, wunderbar. Wir wollten Musik machen und haben das auch getan. Für 50 Mark am Abend oder was weiß ich. Ich kann mich noch erinnern, wir haben damals auch im Weekend in Rohlsdorf geprobt und da auch regelmäßig gespielt, also sonntags meistens. Und da gab es dann auch schon den Wechsel mit einem Discjockey. Also wir haben 4, 5 Lieder gespielt und dann hat der Discjockey ein paar Sachen gemacht. Und wenn wir dann am Tisch saßen, Wolfgang und ich, in der Pause und vom Band dann die Musik lief, dann konnten wir einfach nicht ruhig sitzen, haben immer mitgesungen. Immer noch eine Stimme drauf und noch eine höher. Also, das werde ich nie vergessen. Und das war unser Anliegen, Musik zu machen. Was daraus wird, haben wir nicht viel drüber nachgedacht. Anfang der 70er Jahre, da spielte der Wolfgang bei der Gruppe Screamers, also bei uns ist er besser bekannt unter dem Namen Remling. Und eigentlich fiel Wolfgang eigentlich gar nicht so stark auf. Die Gruppe war eine sehr starke Gruppe von der Besetzung her. Für mich eine der stärksten Gruppen, die es in Deutschland überhaupt gab, vom musikalischen her.
Ja, der Wolfgang war eigentlich ein guter Sänger, aber viel auffallen tat er nicht. Er soff nicht, keine Frauengeschichten. Das Einzige, was er tat, er hat eine Riesenbrille gehabt. Das ist eigentlich das, was mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist. Ja, und die Gruppe, wo er drin gespielt hatte, war eigentlich einer von denen, wenn man bedenkt, da spielte Häuser drin, von den Bab oder Willi Schnitzel, der heute bei den Blackfoots noch spielt. Also er war einer von hervorragenden Musikern. Aber viel zu berichten gab es über den Wolfgang nicht. Das Einzige war, seine Cola kam er holen, da ging er seinem Job nach. Das war eigentlich alles vom Wolfgang Petri. Das Fest ist aus, die beiden sind alleine mit all den Blumen und den Gläsern, den Girlanden an der Wand. Und er steht regungslos am Fenster. Sie fragt, was ist mit dir? Er lächelt schief und sieht sie an. Ich hab es nie gebaut, ein weißes Haus am See. Ich hab dich nie im offenen Wagen durch Hollywood gefahren. Ich hab so viel gewollt, die Jahre gehen vorbei und ich hab nichts von alledem getan. Sie geht hin, nimmt seine Hand in ihre. Die ersten Vögel sind zu hören und die Sterne werden blass. Sie nimmt sein Glas und hebt es hoch und sagt sie her: Ich trink auf dich, auf all die Dinge, die du nie getan hast. Du hast mich nie verletzt, hast mich nie verlassen, hast mich nie darin beirrt, die Einzige zu sein in all der Zeit mit mir. Der Guten und der Schlechten hast du nichts von alledem getan. Von alledem getan. Immer noch, er ist immer noch der Traummann. Weil ich auch, was ich an Wolfgang toll finde, ist, dass er eine Frau als Mensch akzeptiert. Als Partner, als Mensch, als Frau im Ganzen. Er ist kein Macho, das finde ich so schön. Wolfgang war ja der Einzige, der praktisch eine feste Bindung hatte. Von denen allen. Die anderen, naja, wie halt Musiker so sind. Ne? Man nahm, was man kriegte. Ne? Ich erlebe sie beiden schon als ein sehr gutes Team. Sie halten also sehr zusammen, sie arbeiten zusammen, was natürlich dann auch in einem Eheleben mit Sicherheit nicht sehr vereinfacht ist. Wobei ich sage, das, was man sie so privat, wenn man sie erlebt, ergänzen sie sich schon sehr gut.
Es ist sicherlich nicht so alltäglich in unseren Berufen, wie es bei den beiden und wie es bei uns ist. Aber ich glaube, das gehört auch zum Erfolg dazu. Ich nenne das immer eine seelische Tankstelle. Und ich glaube, das ist Rosi auch für den Wolle. Ich glaube, die Rosi hat also in der Zeit, in der Anfangszeit, als Wolfgang viel weg war, viel unterwegs war, war sie ziemlich leidensfähig. Also sie musste alles alleine machen. Und Wolfgang war ja eigentlich kaum zu Hause. Ich denke schon, dass die Rosi in dieser Zeit oft auf vieles verzichten musste. Ich finde, dass Wolfgang und Rosi das ideale Gespann sind. Alleine schon die Zeit, die sie zusammen sind und die auch die guten und schlechten Zeiten, die sie überstanden haben. Und wenn ich sehe, wie sie miteinander umgehen, dann muss ich sagen, das ist eine ideale Kombination. Vielleicht wäre auch Wolfgang nicht so weit gekommen ohne eine solche Frau. Doch ich will dich, ich will dich, wie du bist. Bei jeder Tag mit dir, das reinste Abenteuer. Rosi ist die große Unbekannte, will ich nicht sagen, im Hintergrund, aber auf jeden Fall, glaube ich, die für Wolfgang die größte Bedeutung hat in dem Ganzen. Also ich denke mal, weil jeder Musiker eine Zeit hat in seinem Leben, wo er nicht sehr viel verdient und wo es ihm schlecht geht einfach. Und in solchen Zeiten sind es meistens die Frauen, die einen dann stärken und Durchhaltevermögen geben. Und ich glaube, dass sie ihm das gegeben hat und dass er ihr das nie vergessen wird. Okay! Ich hab den wilden Mann markiert, jetzt ist der Ofen aus. Der Schuss ging voll nach hinten los, ich schleiche mich nach Haus. Bin wieder auf dem Boden, ich glaub die Luft ist rein. Dass du mich noch willst, glaubt mir kein Schwein. Das stehen wir durch ein Leben lang, auch wenn die Fetzen fliegen. Du weißt, ich bin kein Engel und ich will auch keiner sein. Das stehen wir durch. Ich glaub, ich hab ein Brett vom Kopf, wir waren schon kurz vom Ziel. Das Leben hat mich schwach gemacht, da bleibt mir nicht mehr viel. Bin wieder auf dem Boden, ich glaub, die Luft ist rein. Dass du mich noch willst, glaubt mir kein Schwein. Das stehen wir durch. Scheißegal, ich bin bereit.
Also wir hatten die ganze Zeit immer Kontakt und hauptsächlich auch in dieser schlechten Zeit oder in der, sagen wir, schlechte Zeit war es ja in dem Sinne nicht, sagen wir halt eben nicht so erfolgreiche Zeit, haben wir natürlich auch oft darüber geredet, aber ich denke mir mal, das gibt es in jedem Beruf ich habe ihm halt eben dann immer wieder gesagt, Wolfgang, auch diese Zeit, die musst du durchstehen. Auch in meinem beruflichen Erfolg gab es nicht immer nur Sonnenschein, sondern gibt halt eben auch Zeiten, Jahre, Monate, wie auch immer, wo du halt eben nicht den Erfolg hast, ob das jetzt geschäftlich oder in deinem Bereich. Du musst da durchgehen und das durchstehen. Und das hat er auch gemacht. Als der Erfolg ausblieb, hat es Wolfgang eigentlich nicht verändert. Eigentlich hat es ihn, wenn man das sagen darf, menschlich gesetzt. Es ging darum zu überleben, es ging darum Miete zu zahlen, es ging darum einfach den Lebensunterhalt zu verdienen. Und das waren wirklich harte Zeiten. Da ging es wirklich um 2-3 Auftritte im Monat, die sein mussten, um die monatlichen Kosten einfach zu decken. Und das hat ihn meines Erachtens zu der Persönlichkeit geformt, die er heute ist, aber es hat ihn nicht verändert. Wahrscheinlich war der Musikgeschmacksnerv der Zeit mit uns nicht so happy damals. Und die Songs fand ich, die wir produziert hatten und geschrieben hatten, eigentlich klasse. Zu der Zeit in den 80ern und ich finde sie heute noch gut. Also Linda und Joe oder Liebe, die du nie begreifst, Finale in Moll als Beispiel für 3 Titel aus der Zeit, sind von Wolfgangs Seite und von meiner Seite aus perfekt gelungen. Aber aus irgendwelchen Gründen hat es nicht funktioniert. Irgendwie hat das Publikum ihm möglicherweise das auch nicht abgenommen. Und ich kann immer nur sagen, vielleicht war es der Zeitgeist. Gut waren sie auf jeden Fall und ich glaube da auch heute noch dran. Ich hätte für meine Begriffe übrigens zu der Zeit sehr gerne, liebend gerne mit Wolfgang mal ein Album in reinem Kölsch aufgenommen, in kölschem Dialekt. Er hat einen Titel mit mir produziert, der hieß Baby. Zeig mal, ob du Kaffee kochen kannst, oder so ähnlich, kann ich kölschen. Aber da war Petri auf eine Art und Weise erdig und etwas dreckiger, schmutziger und authentisch, dass es mich richtig umgehauen hat. Und das hätte ich gerne mal ein ganzes Album mit ihm gemacht. Also da hätte ich richtig Lust gehabt zu experimentieren. Aber irgendwie wollte er das dann doch nicht. Fand ich sehr schade. Ich habe Bock, Mr. Bau. Der ganze Tag ist versaut und das war wieder mal knapp, darum hau ich jetzt ab. Auf Deutsch, du komm raus, das Leben fängt an, alles läuft wie geschmiert. Doch wenn ich dich seh, tut mir gar nichts mehr weh, glaub mir, ich bin noch nicht blöd. Da geht mir voll einer ab, wir machen dich ab, die Liebe kommt von ganz alleine. Ich will das alles nicht mehr, du musst wieder her. Hab immer an uns beide geglaubt. Da geht mir voll einer ab, wir machen nicht ab. Die Liebe kommt von ganz alleine. Ich will das alles nicht mehr, du musst wieder her. Hab immer an uns beide geglaubt. Ich habe es endlich geschnallt, bei uns hat's richtig geknallt. Ich glaube, ich stehe im Wald, habe alles riskiert und mich völlig blamiert. Auf Teufel komm raus, das Leben fängt an, alles läuft wie geschmiert. Doch wenn ich dich seh, tut mir gar nichts mehr weh, glaub mir, ich bin noch nicht blöd. Da geht mir voll einer ab, wir machen nicht ab, die Liebe kommt von ganz alleine. Ich will das alles nicht mehr, du musst wieder her. Hab immer an uns beide geglaubt. Da geht mir voll einer ab, wir machen nicht ab. Die Liebe kommt von ganz alleine. Ich will das alles nicht mehr, du musst wieder her. Hab immer an uns beide geglaubt.
Wolfgang Petri war mal irgendwann hier und hat mich angerufen, weil ich arbeite, kenne ihn schon sehr lange. Und hat gefragt, ob ich nicht eine Nummer mischen könnte, weil die wären in den anderen Studios irgendwie nicht so ganz klar gekommen damit. Und das war auf den Mond schießen. Und genau, die Nummer haben die dann hinterher bei seiner alten Plattenfirma vorgespielt. Da haben die gesagt, gut, das ist ganz toll, das nehmen wir jetzt und packen das in den Keller. Und Wolfgang Petri ist entlassen. Das Risiko dabei war eigentlich nicht groß in dem Sinne, dass man da irgendwas falsch machen konnte mit dem Künstler Wolfgang Petri. Weil mir richtig gesagt, es ist halt in einer Phase gewesen, wo mehr oder weniger seine Karriere am Boden lag oder schon beendet war, wenn man so sehen wollte. Das Risiko war aber dann, Leute zu überzeugen davon, dass es Sinn macht, mit Wolfgang Petri und dem Titel Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen zu arbeiten. Denn er galt als musikalische Leiche. Dann habe ich irgendwann gehört, dass er entlassen war, habe ihn angerufen und habe dann gesagt, ich habe hier einen Titel liegen, der könnte eigentlich was für dich sein. Also ich habe nicht gesagt, könnte was für dich sein, sondern ich habe gesagt, das ist eigentlich die Nummer für dich. Verdammt bin ich frei, ich hab dir doch alles.
ich auf meinem Bett rum, hab die Kneipe hinter mir. In meinem Kopf geht gar nichts mehr, mein Herz, es braucht dich sehr. Auf einmal da war keiner mehr da und half mir auch nicht du. Jetzt liegst du halt mit anderen und mein Herz schaut traurig zu. Verlieben, verloren, vergessen der Zeit. Verdammt war ich glücklich, verdammt bin ich frei. Ich hab dir doch alles, alles was zählt. Ohne dich leben, jetzt ist es zu spät. Irgendwann hat dann Jürgen Dönges angerufen und hat gesagt, ich hab's, ich hab den Hit. Und dann hat er, der Zettel hängt noch auf dem Klo, hat er mir handschriftlich so einen kleinen Zettel gegeben, da war dann der Refrain von Verlieben verloren drauf. Der große Erfolg mit Verlieben verloren kam wirklich über Nacht und ich kann mich noch an ein Gespräch erinnern, wo Wolfgang zu mir sagt, wenn dieser Titel nichts wird, höre ich auf. Also die Freundschaft zwischen mir und Wolfgang ist entstanden in den letzten 10 Jahren durch den gemeinsamen Erfolg, den wir feiern konnten mit seinen CDs und mit seinen Tourneen, die er gemacht hat. Viel wichtiger aber ist, glaube ich, neben dem ganzen Erfolg und Umsatzzahlen, über die man dann diskutiert und über die gesprochen wird, dass wir uns 10 Jahre auch hervorragend gerieben haben. Wolfgang gilt ja als geradlinig, aber diese Geradlinigkeit wird auch schnell bei ihm zur Sturheit. Und Sturheit ist dann natürlich schwierig, so im täglichen Geschäft damit umzugehen. Und darüber sind wir Freunde geworden. Also man muss sich, glaube ich, ein bisschen ausholen. Also Leute, die im Schallplattengeschäft arbeiten und Künstler, die Künstlerverträge eingehen und Musik machen, haben nichts anderes als Ziel, goldene, Platine, sonst was für Auszeichnungen an ihren Wänden hängen zu haben. Und wir haben 1997, nachdem wir 750.000 CDs verkauft hatten von Wolfgang, für ihn eine Goldverleihung organisiert nach einem Konzert. Und das war das größte Desaster meines Lebens und die größte Katastrophe, die ich mit ihm erlebt habe. Er hat das gerade noch so durchgestanden, die Goldverleihung. Das war aber die erste und letzte seiner Karriere. Er hat mich dann am Arm gepackt, ist rausgerannt mit mir in die Garderobe und hat gesagt, nie wieder. Ich singe nicht, um Gold und Platin an der Wand zu haben, sondern ich singe für meine Leute. Und seine Ablehnung, so sich zu vermarkten, die nimmt natürlich manchmal schon ein bisschen skurrile Formen an. So, ich glaube, ich habe noch nie einen Künstler kennengelernt, der gesagt hat, irgendwie, ich gehe nur zu Wetten, dass, wenn ich nicht auf dieses Schickimicki-Sofa muss. Ne? Zum Beispiel. Er ist ein Typ, der geht ja in keine Talkshow und gar nichts. Und er setzt sich da nicht gerne hin und macht so Business-Smalltalk und so. Das ist nicht seine Welt. Also ich sage mal, das passt zu ihm, er kann nicht tanzen. Und so ist er auch als Typ, ne? Er kann nicht dieses, ach du super, so ein Pussy hier und so. Und das, er kann nicht tanzen, das ist auch so damit, so gesellschaftlich kann er das nicht, ne? Er sagt, ich mache meinen Song da und die sollen auf dem Sofa da ihren Society-Talk machen, aber das kann er nicht. Das war in einer deutschen Schlagerparade hier in Baden-Baden. Und er sang zum ersten Mal seinen Erfolg Verlieben, Verloren, Vergessen, Verzeihen und stand hinterher vorm Studio und hatte eine Rose in der Hand und sagte zu Hildchen und zu mir, wisst ihr, dass das die erste Rose ist, die ich im Leben auf der Bühne bekommen habe? Ich habe gesagt, du machst einen Scherz. Nein, hat er gesagt, das ist wirklich so. Woraufhin Hildchen sagte, die musst du pressen, Junge. Die musst du behalten. Ob er sie gepresst hat oder nicht, weiß ich nicht. Aber eines weiß ich. Es kam 2 Tage später dieses Werk von einem Freund von ihm und er bedankte sich bei uns für den Abend mit dieser Tulpe aus Eisen. Das sehe ich jeden Morgen und jeden Abend, denn es steht in meinem Schlafzimmer. Und ich denke jeden Tag an die beiden.
Schuhen Schwefel und lebten in den Tag. Zum Teufel mit der Liebe, die Gefühle haben versagt. Dein Herz, es schreit nach Liebe, schließlich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Und zu Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur dich allein. Und zu Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur eins, nur dich allein. Es ist egal, ich will nur dich. Du bist besser als das Leben und das kann kein Zufall sein. Doch in den letzten Tagen zieht ein Sturm an uns vorbei. Dein Herz, es schreit nach Liebe, ich ließ dich viel zu oft allein. Erst heute bin ich stark genug, dir alles zu verzeihen. Und zu Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur dich allein. Und zu Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur eins, nur dich allein. Es ist egal, was auch kommt, es ist egal, wie's weitergeht. Und zu Silber und Gold hab ich nie gewollt, ich will nur dich. Am Wolfgang schätze ich sehr, dass er bodenständig geblieben ist, dass er seine Basis nie vergessen hat, dass er ehrgeizig ist und ja, nie vergessen hat, wo er hergekommen ist. Das Gefühl habe ich bei ihm. Ich hätte ihm auch was anderes gesagt, wenn er nicht mit den Füßen auf der Erde geblieben wäre. Nein. Also er ist nicht so, er fährt kein dickes Auto, braucht er nicht. Also... Er ist eigentlich so geblieben, wie er war. Also ich kenne ihn eigentlich nur so. Ich kenne ihn seit über 20 Jahren. Wir wissen ja alle, Wolfgang ist beispielsweise ist manchmal sehr penibel in kleinen Dingen. Nur ein Beispiel mit seinen Feuerzeugen. Wolfgang, da kann ich mich an Situationen erinnern, da mussten wir alle Leute die Taschen ausleeren, weil Wolfgangs Feuerzeug nicht da war. Und er wollte eine rauchen und er wollte von uns unser Feuer nicht haben. Er will sein Feuerzeug. Und wie es der Teufel so haben will, hatte ich immer das Feuerzeug. Ich hatte irgendeine Automatik drauf, dass ich immer diese Feuerzeuge, einfach die rumlagen, nach einer Zigarette rauchen, habe ich die eingesteckt. Und das war immer so ein Running Gag. Armin hat das Feuerzeug. Wo ist mein Feuerzeug? Wo ist Armin? Wir beide werden immer schlimmer, verkommen sind wir so.
Das war 1997. Allerdings muss ich dazu sagen, war das eines der großen Risiken, die wir so eingegangen sind. Denn Wolfgang in der Waldbühne in Berlin als Schlagersänger, das passte nicht so wirklich. In der Tat haben wir dann aber 15.000 Karten verkauft für dieses Konzert, was hier leider nicht ausverkauft ist, aber voll aussah. Und an dem Abend habe ich zu Wolfgang gesagt, und nächstes Jahr spielen wir hier zwei Abende nacheinander und verkaufen an jedem Abend 22.000 Karten. Da hat er sich von mir abgewendet und hat gesagt, Christian, du hast eine Macke, ihr da in den Schallplattenfirmen, ihr seid völlig unrealistisch, ihr wisst gar nicht, wie das alles geht. Im Jahr danach war es dann aber so, zwei Abende nacheinander und die Hütte war total voll. Deswegen verbindet mich vieles mit diesem Ort und mit seiner Live-Karriere. Ich habe sicherlich versucht, ab und zu Wolfgang zu sagen, gib weniger Stoff, sondern oder weniger ist mehr, hau nicht so rein, versuch mehr zu interpretieren. Das muss man ein bisschen so sehen wie die Rolle eines Regisseurs mit dem Schauspieler, der ihn ein bisschen quält. Und Wolfgang war oft anderer Meinung dabei und wenn ich mir den Erfolg heute so angucke, den er hat und den wir hatten, dann hatte der Kerl recht. Sagen, als ich ihn das erste Mal traf in München, da habe ich erst, ich hatte ihn eigentlich mit Peter Petrell verwechselt und der kam ins Podium, da in dem Laden, wo wir das geprobt haben und ich wollte so gerade sagen, als er auf mich zukommt, Mann, bist du aber dünn geworden. Und ich habe es mir dann noch verkniffen, weil ich gemerkt habe, das ist er gar nicht.
ich war eigentlich dagegen, weil ich keine Schlagermusik spielen wollte. Und ich kannte auch Wolfgang Petri überhaupt nicht. Den letzten Ratschlag, den ich versucht habe, den ich aber auch immer noch versuche ihm zu geben, ist, dass er doch bitte für alle, für uns, also nicht nur jetzt auf der Seite des Geschäfts, sondern auch für seine Fans, nochmal Live-Konzerte spielen möge, ob nun in Hallen oder Stadien, sei dahingestellt. Den Rat habe ich Ihnen jetzt, glaube ich, ich weiß es nicht, 25, 30, vielleicht habe ich es ihm auch schon 100 Mal gesagt, aber den Rat befolgt er im Moment nicht. Wolfgang hat mir bei einem Männergespräch bei 1, 2, 3 Flaschen Wein, nur wir beide, das schon beigebracht, hat mir auch seine persönlichen Hintergründe dazu erklärt und wie er das fühlt, denkt und wieso und weshalb und warum. Und als Freund habe ich das verstanden, als Kaufmann nicht. Ich finde das nur schade, weil ich jetzt die Liebe zu seinem Lied gefunden habe und jetzt singt er nicht mehr live und ich war noch nie auf seinem Konzert und es ist schade, dass er jetzt nicht mehr aufziehen wird, aber vielleicht überlegt sich er nochmal und tritt er noch einmal auf. Also, dass er nicht mehr live auftreten will, kann ich schon irgendwie verstehen, weil er hat ja nur wirklich malocht. Er hat ja, bevor der große, richtig große, gigantische Erfolg kam mit Stadien füllen und so weiter, hat er nur auch schon 20 Jahre treu den Veranstaltern, den Leuten gegenüber jeden Diskothekenauftritt gemacht und hat wirklich malocht. Und von daher kann ich das schon verstehen, dass er vor allen Dingen auch die großen Sachen nicht mehr so machen will. Aber so als Musiker gedacht, kann ich mir nicht vorstellen, dass das ganz aufhört. Also in irgendeiner Form wird er sicher wieder singen. Ich hoffe es. Also wenn ich auf mich beziehe, ich könnte ohne Live-Musik gar nicht existieren. Er hat gesagt, ich habe so viel gemacht und ich habe so viel gearbeitet und ich war so viel unterwegs und ich konnte mich so wenig um meine Frau, um meine Familie und um meine Freunde kümmern, dass ich eigentlich sage, irgendwann muss man selber den Schlussstrich ziehen und sagen, das war es. Im Fernsehen werden wir ihn sicherlich noch oft sehen. Das hoffe ich jedenfalls von ganzem Herzen, auch in meinen Sendungen. Aber dass er irgendwann sagt, jetzt ist Schluss, ich möchte Zeit haben, Zeit auch für mich und nicht eines Tages sagen, oh Gott, was ist das? Und umkippen. Das kann es nicht gewesen sein. Ich kann dein Herz an meinem spüren, kann dich im Dunkeln atmen hören, hab mein Gesicht in deinem Haar, meine Hände hier und da. Es ging so schnell, ich hab's kaum gerafft, wir haben's kaum ins Bett geschafft. Ist alles wie von selbst passiert und jetzt liegst du neben mir und du fragst, ob ich noch da bin, wenn du wach wirst nach der Nacht und ich sage, hey, schlaf ein, was hast denn du gedacht? Ich will mehr, immer mehr, ich geb dich niemals wieder her. Ich will aufgewühlt,
Aber es wäre schon manchmal schön gewesen, wenn man gesagt hätte, er geht morgens aus dem Haus, ich auch, dass wir beide vielleicht arbeiten oder was auch immer. Und abends können wir schön gemütlich zusammensitzen. Das war viele, viele, viele Jahre lang nie der Fall gewesen. Wochenende mit Kind und Kegel fand nie statt. Gemeinsame Erziehung, es war immer nur einseitige Erziehung. Entweder Wolfgang oder ich. Andererseits, ich bin da sehr gemischt mit meinen Gefühlen, was das angeht. Andererseits fand ich es trotzdem immer sehr klasse, ihn auf der Bühne zu sehen, wenn er live aufgetreten ist. Gerade so die letzten Dinge, wo er dann, nicht jetzt von der Größe abgesehen, sondern auch in den Hallen, fand ich ihn eigentlich sehr, sehr klasse, weil das war schon irgendwie, das war irgendwie, ja, da kam was rüber. Und ich bin halt anderer Ansicht, dass er das noch länger rüberbringen könnte. Ein großer Erfolg ist eine Bürde und schafft einem eine gewisse Verpflichtung, auch denjenigen gegenüber, die diesen Erfolg möglich gemacht haben, auch dem Publikum gegenüber. Es ist nicht einfach so, man nimmt den Erfolg und sagt, so, jetzt könnt ihr alle machen, was ihr wollt, ihr seid nur Applaus oder Klatschpublikum, das geht nicht. Wenn man das verantwortlich als Mensch sieht, dann weiß man auch, dass man Verantwortung hat und dass man da gewisse, man kriegt ja viel, dass man gewisse Dinge zurückgeben muss. Und das kann auch mal zu viel werden. Liebe hat's mit dir nie gut gemeint. Fällt's jetzt auf Gefühle nicht mehr ein. Und du traust mir nicht, denn ich sag, ich brauch dich. Denn auf Wunder lässt du dich jetzt nicht mehr ein. Denn eines Tages vielleicht würde es doch mit uns passieren. Aber irgendwann vielleicht tanzt du Tag und Nacht mit mir. Meine Hände heilen die Wunden, die in deiner Seele drin. Wenn du einmal willst, dass ich immer bei dir bin. Ich weiß, in dir brennt irgendwo so ein Licht. Und eines Tages leuchtet es für mich. Denn ich will dich so sehr, immer noch, immer mehr. Komm schon, sag mir nicht, dass das so sinnlos wär. Hey! Denn eines Tag würde es doch mit uns passieren. Aber irgendwann vielleicht tanzt du Tag und Nacht mit mir. Meine Hände heilen die Wunden, die in deiner Seele drin. Wenn du einmal willst, dass ich immer bei dir bin. Er sagte mir in diesem Gespräch, ich bin jetzt ganz oben und ich möchte, dass meine Fans mich so in Erinnerung behalten. Und das war eigentlich eine Aussage, die machte mich sehr nachdenklich und ich kam nachher zu diesem Ergebnis, dass ich sagte, alle Achtung, weil wer so eine Charakterstärke besitzt, der ganz oben ist und dann wirklich sagt, ich höre jetzt auf, denke ich mal, gibt es ganz wenige Menschen von. Also ich kann den Grund gut verstehen. Das ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere, weil wer macht dreimal hintereinander irgendwelche großen deutschen Stadien voll in drei aufeinanderfolgenden Jahren. Und ich würde das auch nicht missen wollen, wenn auf einmal ich würde es nicht für gut finden, wenn ich auf der Bühne stehe und auf einmal sind die Stadien nur noch halb voll. Und er genießt halt so und hat voll in Erinnerung, dass die Stadien alle voll waren und er vor diesen ausverkauften Häusern schön gesungen hat. Die Entscheidung ist gefallen nach der Open-Air-Tour 99. Und ich kann es auch irgendwo verstehen, weil er macht ja noch weiter CDs, früher nannte man das Platten, er macht Alben, er versucht auch wieder Stücke zu schreiben. Nur live auf der Bühne sagt er, so, lass die Jungen machen. Denn eines Tags vielleicht würde es doch mit uns passieren. Ich denke aber eher, Wolfgang wird irgendwo sitzen, seine alte Leidenschaft auch wieder entdecken, nämlich selber zu komponieren, selber Texte zu schreiben.
sich selber auch als Produzent um junge Künstler zu kümmern, da sehe ich ihn eher. Also wenn ich auch gerne hätte, dass es in 10 Jahren noch alles so ist wie heute, glaube ich eher, wir haben einen etwas ruhigeren Wolfgang Petri, der andere Leidenschaften, die er durchaus hat, aber die jetzt in Vergessenheit geraten sind, in dieser erfolgreichen Zeit, dass er die dann wieder aufnimmt, diese Aktivitäten und solche Geschichten macht. Jeder wünscht sich ein gesundes, langes Leben. Und ja, ist eigentlich auf dem besten Wege, auch dahin, glaube ich. Also, der wird mit Sicherheit auch so ein 90. Mit Sicherheit. Ich kann mir alles vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass er sich den Bart und die Haare ganz abschneidet und ganz relaxed auf Mallorca lebt. Kann sein, dass er seinen Traum wahr macht und in einer Countryband irgendwo spielt. Ich wollte ihn gerade neulich in Spanien in seiner Finca besuchen, war er nicht da, kam ich zurück nach Deutschland und habe ihn angerufen. Dann haben wir, glaube ich, 3 oder 4 Stunden geredet. Dann fiel mir hinterher auf, dass wir davon 1,5 Stunden lang über Briefmarken geredet hatten. Und mit Briefmarken habe ich absolut nichts am Hut. Nur, es hat mir bis dato keiner so ausführlich und detailliert über die blaue Mauritius berichtet wie Petri. Und der Mann, wenn er irgendetwas anfasst, dann zieht er das offensichtlich auch durch. Und inzwischen scheint er Experte für Briefmarken zu sein auch. Und wahrscheinlich wird er die blaue Mauritius vertonen, wird wahrscheinlich auf seinem nächsten Album sein. Dass ich immer bei dir bin. Meine Hände halten die Wunden, geben deiner Seele drin. Wenn du einmal willst, dass ich immer. Wenn ihr einmal wollt, dass ich für immer bei euch bin. Ich glaube, er braucht nicht mehr so viele Menschen. Er hat über 20 Jahre oder 30 Jahre eigentlich mit zu vielen Menschen jeden Tag gearbeitet und dann wird er wohl in den nächsten Jahren mit weniger auskommen. Also ich glaube, mit Rosi, das genügt ihm. Ich glaube, der Wolfgang ist ein Mensch, der braucht auch die Bühne, der braucht auch das Publikum, der braucht auch den Kick. Und wenn er das nicht hat, dann wird ihm was fehlen. Was für meine Begriffe nicht heißt, dass nicht eines Tages irgendwann mal ein Schutzengel in Wolfgangs Traum auftaucht und sagt, Petri, du wirst auf der Bühne gebraucht. Und irgendwann wacht Wolfgang dann morgens aus und sagt, wo ist das nächste Mikrofon? Und dann steht er wieder auf der Bühne und sagt, hallo Leute, ich bin's, euer Wolle. Dass du mich fix und fertig machst, hab ich dir schon oft gesagt. Hab ich's erst zu spät gemerkt, dass du alles für mich warst. Eine kleine Chance gibt's noch, die mich weiter hoffen lässt. Wunder gibt's immer wieder, ich lieb dich wie die Pest. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunderpunkt in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich hab versucht, dich zu vergessen, doch ich schaff es einfach nicht. Mein Mann, ein Wunder, das man erlebt hat, nie mehr vergisst. Du bist wie pure Leidenschaft. Du bist wie für mich bestellt. Du bist in meinem Leben drin. Du bist meine Unterwelt.
kleine Chance gibt's noch, die mich weiter hoffen lässt. Wunder gibt's immer wieder, ich lieb dich wie die Pest. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich hab versucht, dich zu vergessen, doch ich schaff es einfach nicht. Weil man ein Wunder, das man erlebt hat, nie mehr vergisst. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunder, ein Wunderpunkt in meinem Leben. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich hab versucht, dich zu vergessen, doch ich schaff es einfach nicht. Weil man ein Wunder, das man erlebt hat, nie mehr vergisst. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunderpunkt in meinem Herz. Du bist ein Wunder, so wie ein Wunderpunkt auf meinem Herz. Ich hab versucht, dich zu vergessen, doch ich hab es einfach nicht. Weil man ein Wunder, das man erlebt hat, nie mehr vergisst. Ein Wunder, so wie ein Wunderpunkt in meinem Leben. Das Wunder!